Ja, hallo, da bin ich wieder, eure Monika Kahl. Und heute möchte ich mal auf eine E-Mail eingehen, die mir ein Einzelner geschickt hat, die aber für ganz, ganz viele andere steht. Und zwar hat mir ein Junge geschrieben, 16 Jahre alt, und er sagt in seiner E-Mail, er hat also seit 5 Jahren eine fürchterliche Haut, isst aber auch nur Schokolade und Cola und Fanta und Zucker und Fett und was nicht alles. Und jetzt stört ihn aber seine Haut so, nachdem er so viel ausprobiert hat, nichts geholfen hat, fragt er mich in der E-Mail, wenn er jetzt seine Ernährung umstellt, einfach so, ob das dann auch wirklich was bringt und sofort besser wird. Und dazu möchte ich jetzt mal was ganz Kurzes sagen. Also, natürlich wirkt das nicht in 14 Tagen, kann ja nicht. Also der ganze Körper hat Schlackestoffe von dem, was wir essen. Und egal, was wir essen, die Schlackestoffe sind im Körper. Der Körper braucht lange, um das auszuscheiden. Aber auf langfristig bringt es auf jeden Fall etwas. Und du solltest dir wirklich überlegen, man muss nicht alles auf einmal sofort weglassen, aber wenn man einmal sich langsam umstellt auf eine gesündere Schiene, kann es nur von Vorteil sein und nicht nur für die Haut. Und deshalb gilt das ja für alle. Ich sage es immer wieder, auch wenn ihr immer wieder schreibt, der ein oder andere, kein Hautarzt sagt hier, das stimmt alles nicht. Die Erfahrung, meine langjährige Erfahrung, zeigt mir, dass es so ist. Kunden, die über 10 Jahre kommen, die überhaupt keine Unreinheiten mehr haben, auch die haben, wenn sie übermäßig viel Schokolade gegessen haben, plötzlich wieder so einen kleinen Schub. Nichts Schlimmes, einfach vermehrte Talgbildung. Und das ist es. Dazu kommt für die, die in Restaurantbetrieben arbeiten, die hinter den Theken stehen, in Pommesbuden, die haben es ja doppelt schlimm. Da kommt einmal der Fettschwaden von unten nach oben auf die Haut und meist essen die auch in dem Restaurant oder in der Bude und die haben es dann doppelt schwer. Deshalb sage ich euch, ihr müsst nicht alles auf einen Schlag weglassen, aber bemüht euch, etwas umzustellen. Und noch was, Wasser trinken nicht vergessen. Stündlich ein Glas Wasser. Habe ich schon so oft gesagt und ist immer noch hochaktuell. Deshalb gilt für alle, etwas weniger Fett, keinen Zucker in der Akutphase, viel trinken und wer es mag und kann, auch Stiefmütterchen-Tee. Der reinigt auch von innen nochmal. Ja, das war's für heute und ich hoffe, es kommt bei euch an. Bis dahin, tschüss, eure Monika Kahl.